Hey, scheiß auf den Scheiß. Heute soll es um das Buch Finderlohn von Stephen King gehen. Erschienen ist das Buch im Heine Verlag, kostet als Hardcover-Ausgabe ungefähr 23 Euro und hat insgesamt 540 Seiten. Ich möchte am Anfang sagen, dass Finderlohn der zweite Teil der Bill Hodge-Trilogie ist. Der erste Band ist Mr. Mercedes, in dem es um den Mercedes-Killer geht. Den habe ich natürlich auch gelesen und für euch rezensiert. Ich werde jetzt das Video einblenden, dann könnt ihr euch das gerne nochmal anschauen. Ich möchte an dieser Stelle eine Mini-Warnung aussprechen. Es könnten jetzt eventuell Spoiler kommen, auch wenn ich es nicht glaube, denn inhaltlich sind die beiden Bücher doch ziemlich unterschiedlich und ich denke nicht, dass ich irgendwas vom Inhalt des ersten Buches verraten werde. Sollte das aber trotzdem vorkommen, blende ich euch dann separat nochmal eine Spoiler-Warnung ein und dann könnt ihr selbst entscheiden. In Finderlohn geht es um zwei Protagonisten. Der eine ist Morris Bellamy und lebt als junger Mann in 1978. Da beginnt unsere Geschichte. Morris Bellamy ist ein junger Mann mit viel, viel Tatendrang und ist auf dem Weg mit zwei auch vorbestraften Kumpels zu dem Haus von John Rothstein. Ich glaube, man spricht es Rothstein aus. Dieser ist Autor und Morris Bellamy hat seine Jimmy Gold Trilogie gelesen und war von den ersten beiden Büchern ziemlich fasziniert, weil er sich so sehr mit dem coolen und sich nicht unterkriegenden und revolutionären Jimmy Gold identifizieren konnte. Aber der dritte Band hat ihn dann maßlos enttäuscht, weil Jimmy Golds Charakter eben eine Richtung eingeschlagen hat, die der junge Morris Bellamy überhaupt nicht nachvollziehen kann. Deshalb ist er auf dem Weg zu John Rothstein Haus, bricht dort ein, stiehlt jede Menge Geld und jede Menge Notizbücher, in denen die Fortsetzung von Jimmy Golds Geschichte steht, aber immer im Unveröffentlicht blieb. Doch bevor er einen Blick in eines dieser Notizbücher werfen kann, muss er die Tasche mit dem Geld und den Notizbüchern unter einem Baum hinter seinem Haus vergraben. Und wird kurz darauf wegen eines anderen Verbrechens eingebuchtet. Auf der anderen Seite sind wir wieder im Jahr, ich glaube 2007 oder 2008 und mit dem Protagonisten Peter Sorbers. Seiner Familie geht es finanziell sehr, sehr schlecht, denn sein Vater war Opfer des Mercedes-Killers und ist deshalb arbeitsunfähig geworden. Und so zerbricht die Familie nicht nur finanziell, sondern auch eben familiär. Die Eltern streiten sich nur noch und durch einen glücklichen Zufall findet Peter die vergrabene Tasche. Und die Notizbücher, die da drin sind, findet er gar nicht erst so wichtig. Viel wichtiger ist die Unmenge an Geld, die er dort findet. Aber er weiß auch, wenn er dieses Geld jetzt zu seiner Familie bringt, bringt das nur Ärger mit sich. Und so beschließt er in seinen jungen Jahren seiner Familie Monat für Monat einen gewissen Geldbetrag anonym zukommen zu lassen. Und so kommt die Familie tatsächlich wieder in Schwung und die Eltern streiten sich weniger und die finanziellen Probleme sind nicht mehr ganz so schwerwiegend. Doch eines Tages geht das Geld aus und auch wenn die Familie sich wieder eingekriegt hat, so sind doch noch einige Wünsche da, die nicht bewältigt werden können. Und so entschließt sich Peter zu einem folgeschweren Schritt, denn mittlerweile hat er die Notizbücher gelesen und ist ein ebenso großer Fan von Jimmy Gold geworden, wie es einst Morris Bellamy war und entschließt sich, einige dieser Notizbücher, die ein paar Gedichte und Kurzessays enthalten, zu verkaufen. Was er allerdings nicht weiß, ist, dass ungefähr zur selben Zeit Morris Bellamy aus dem Gefängnis entlassen wird und dieser hat natürlich nur ein einziges Ziel. Mit der Bill Hodge-Trilogie will Stephen King ja einen Thriller schreiben. Das heißt also ein bisschen genrefremd schreiben. Und im ersten Band Mr. Mercedes war ich nicht so sehr begeistert, weil er eben so einen 0815 Thriller geschrieben hat mit Protagonisten, die eben ziemlich stereotypisch sind. Ein alternden Detektiv, der eben Probleme hat und wegen seinem Dienst eben halt auch psychologische Probleme hat und keine Freunde, keine Familie und der eben von einem Serienkiller aufgesucht wird und quasi diesen jagen muss, sag ich jetzt mal, und dieser ja auch gejagt werden will.
Und hier im zweiten Band macht Stephen King meiner Meinung nach vieles besser. Denn der Fokus ist nicht so sehr auf Bill Hodge und seinen Freunden und seinem Team. Nein, dieser kommt tatsächlich erst im letzten Drittel des Buches vor. Vielmehr fokussiert er sich hier auf die beiden Protagonisten Morris Bellamy und Peter Saubers und erzählt abwechselnd deren Geschichten, eben wie Morris Bellamy dort einbricht und die Notizbücher stiehlt und wie ja, er eben von Jimmy Gold so fasziniert ist und dann auf der anderen Seite immer abwechselnd dann Peter Sorbus, der auch diesen Hang zur Literatur hat. Und die beiden Protagonisten sind sich nämlich ähnlicher, als sie vielleicht sein wollen, denn beide lieben sie die Literatur, die Geschichten, die erzählt werden. Beide können sich sehr mit Jimmy Gould identifizieren und entwickeln eine gewisse Affinität zum Autor John Rothstein. Und auch Peter wird ja immer älter in dem Roman und ist am Ende, glaube ich, 17 oder 18. Möchte selbst eben Literaturwissenschaften studieren, englische Literatur, glaube ich. Und ja, die beiden haben so diese Faszination. Und auch wenn sie natürlich eines unterscheidet, nämlich der Hang zur eigentlichen Realität, um auch differenzieren zu können, was ist tatsächlich wichtig im Leben und dass Literatur natürlich nicht alles ist. Aber allein die Geschichte für einen Literatur- und Bücherliebenden Menschen wie uns ist das natürlich eine ziemlich gute Geschichte, denn wir können diese Faszination nachvollziehen. Wir bangen um die Notizbücher, hoffen, dass denen nichts passiert und gerade zum Ende hin hoffen wir natürlich, dass es irgendwie ein Ende gibt, wo die Notizbücher auch für die Weltöffentlichkeit zugänglich gemacht werden, wenn das John Rothstein nochmal so einen Auftrieb bekommt quasi. Das wünschen wir uns an dieser Stelle. Wissen natürlich nicht, ob Stephen King das auch so vorgedacht hat. Und auf der anderen Seite fand ich es ziemlich spannend, auch diese abwechselnden Erzählungen, wie eben Peter ja immer mehr in so einen Strudel gerät, immer mehr Angst hat und seine kleine Schwester beschützen will und die auch Angst um ihren großen Bruder hat. Und ja, erst später kommt dann nämlich Bill Hodge ins Spiel, ja, der dann von der Sache irgendwie erfährt und natürlich sein Bestes versucht, die Sache zu lösen. Das ist aber nur ein zweitrangig und das finde ich ziemlich gut. Wie ihr ja wisst, bin ich kein großer Thriller-Leser und kein großer Thriller-Fan. Ich kann das immer nur so in Maßen genießen, weil es für mich eben immer und immer und immer und immer nur dasselbe ist. Manchmal habe ich natürlich auch Lust darauf, aber dann ist es mir auch schon wieder zu viel und deswegen hat es mir ziemlich gut gefallen. Er legt den Fokus hier nämlich sehr auf die Charaktere, auf Morris Bellamy und Peter Saubers und das gefällt mir sehr, sehr gut. Der Stil ist natürlich wie immer hervorragend geschrieben. Da hatte ich auch bei Mr. Mercedes nichts auszusetzen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, das Buch hatte einen guten Fluss und wie es bei Stephen King halt öfter üblich ist, nimmt die Geschichte natürlich erst zum Ende Fahrt auf. Er hat sich natürlich wieder ausgelassen über bestimmte Charaktere und bestimmte Lebenswege und am Ende erst die letzten 100, 200 Seiten, da kommt das richtig in Fahrt, baut nochmal Spannung auf und kommt zu einem fulminanten Ende und dann gibt es noch ein anderes Ende und das, finde ich, lässt mich persönlich, weil ich ja keine Thriller mag, aber ziemlich hoffen, weil da kommt eine Kleinigkeit vor, die mich dann doch ziemlich mich freuen lässt auf den dritten Band, in der Hoffnung, dass der auch ein bisschen anders werden könnte, ohne ja zu viel verraten zu wollen. Ja, also insgesamt fand ich Finderlohn wesentlich besser als Mr. Mercedes. Mr. Mercedes habe ich damals, glaube ich, 3 von 5 Sternen gegeben. Diesem Buch gebe ich 4 von 5 Sternen, weil er mich, weil Stephen King mich als Nicht-Thriller-Leser eben wieder catchen konnte. Ja, ich kann mich auch nicht so gut mit Bill Hodge identifizieren. Ich mag ihn nicht so gerne. Allerdings den Jungen und auch Morris Bellamy mochte ich ziemlich gern. Und das ist doch das, was Stephen King ja auch ausmacht. Also insgesamt ein Buch, was für ein insgesamt ein zweiter Teil einer Trilogie, der vieles besser macht als der erste Teil. Das war schon mit meiner kleinen Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt ihr das Buch denn auch schon gelesen? Habt ihr Mr. Mercedes gelesen? Ich weiß zum Beispiel von Chrissy, dass ihr der erste Teil besser gefallen hat als der zweite. Also kann man auch komplett anderer Meinung sein. Wie gesagt, aus den vorgenannten Gründen fand ich den zweiten wesentlich besser. Ja, habt ihr, wie gesagt, habt ihr das schon gelesen? Schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr über den Austausch mit euch freuen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, bye bye.